Hallo und herzlich willkommen. Es ist Freitag, Sue ist wieder da und wie ihr seht, hier ist richtig was los wieder im Turm. Alle laufen zu dem kleinen Schwarzmarkthändler, zu dem Verbrecher. Und wir gucken mal, was er heute dabei hat. Bin mal gespannt. Und dann werde ich da mal meine Meinung zu sagen. Er steht auf jeden Fall hier unten bei der Vorhut. Hier hinten wieder in seiner Ecke. Schauen wir mal rein. So, er hat dabei Vermächtnis-Engramm, Schuhe, Jahr-1-Werte, Jahr-1-Ausrüstung kommen daraus, also darauf achten. Dann hat er dabei einen Titan-Helm, das Glashaus, Intellekt, verlängert die Dauer von Segen des Lichts und Waffen des Lichts, bei Granatentreffern erhält zu Bonus Superenergie, deine Gesundheit wird wiederhergestellt, wenn du eine Sphäre aufhebst. Dann hat er den Helm für den Jäger dabei, Graviton-Buße. Intellektstärke gewährt Schattenschritt, mehr Superenergie durch Nicht-Hüter-Kills, deine Gesundheit wird wiederhergestellt, wenn du eine Sphäre aufhebst. Für den Warlock hat er diesmal Panzerhandschuhe dabei, die Klauen des Ahamkaras. Stärke, Alter einer zusätzlichen Nahkampfaufladung, erhöhtes Nahkampfangriffstempo, schnelleres Nachladen mit Impulsgewehren. Als Waffe hat er dieses Mal dabei die Salo Supercell. Arkusschaden macht sie, eine der wenigen oder eigentlich die einzige Primärwaffe mit Elementarschaden, die man auf Max Level 400 kriegen kann. Akkus-Projektile haben die Chance, Blitze zu verketten, wenn Feinde nahe beieinander sind. Doppelkills laden etwas Superenergie auf und geben Munition ins Magazin zurück. Diese Waffe wird präziser, je länger sie abgefeuert werden wird. Dann hat der Glasnadel zum Auswürfeln der Stats der exotischen Ausrüstung. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr hier auf dem Helm Intellekt habt und ihr wollt gerne Disziplin haben, oder Intellektdisziplin, Intellektstärke, könnt ihr das mit den Glasnadeln auswürfeln. Oder auch zum Beispiel bei den Klauen des Armkaras schnelleres Nachladen mit Impulsgewehren. Ihr sagt, ihr möchtet unbedingt diese Handschuhe haben, spielt aber keine Impulsgewehr, sondern Handfeuerwaffen. Könnt ihr das mit den Glasnadeln so auswürfeln, dass ihr schnelleres Nachladen für Handfeuerwaffen aufkriegt. Ist natürlich immer ein bisschen tricky, ein bisschen Glück dabei, aber es ist möglich. Dann hat er drei der Münzen dabei, um die Chance zu erhöhen, wenn ihr die aktiv habt, bei Majors oder Ultras, Endbossen zum Beispiel, das exotische Engramme droppen. Dann hat er einmal ein 10er-Pack schwere Munition, ein 3er-Pack schwere Munition, die Sparrow-Upgrades für blaue Sparrows, exotische Bruchstücke, die eingetauscht werden können. Wenn ihr seltsame Münzen ausgibt, kriegt ihr ein exotisches Bruchstück. Für zwei seltsame Münzen bekommt ihr ein Lichtpartikel. Das war das Inventar von Xur. Kaufempfehlung, Supercell, definitiv. Allein wenn irgendwo in Strikes oder Missionen oder sonst irgendwo Akkuschaden erhöht ist. Primärwaffe mit Akkuschaden, was gibt es Besseres? Clown des Ahamkaras, auch viele gesehen, die damit spielen. Und zwar, wenn ihr mit dem Sturmbeschwörer spielt, habt ihr zwei Nahkämpfe und wie wir alle wissen, ist dieser Nahkampf mega stark. Die Reichweite ist übertrieben. Gravitonbuße, Nachtlöcher, braucht man nicht zu sagen. Gewährt Schattenschritt, so könnt ihr in dem Nachtlöcher-Fokus den eifrigen Scout anwählen. Und der kann euch im PvP auf jeden Fall ein wenig vom Vorteil sein. Und zwar geht es darum, dass ihr die Ziele markiert und ihr seht, wenn ihr zum Beispiel hinter einer Deckung geht, aus welcher Ecke er von dieser Deckung wieder rauskommt. In einer gewissen Zeit, das ist nicht dauerhaft, das ist nur ein paar Sekunden, aber wenn er dann wieder rauskommt, seht ihr ihn. Das Glashaus, muss ich sagen, ist nett, aber für den Titan, wie heißt er? Dämmerbruchgarnison, genau. Die Dämmerbruchgarnison ist auf jeden Fall das Exotische, was ihr auf den Titan spielen solltet. Ja, also wie gesagt, diese drei Sachen könntet ihr eigentlich ohne mit der Wimper zu zucken kaufen. Natürlich mit den Stats umwürfeln. Für den Warlock vielleicht auch noch die neuen Handschuhe. Ich wende die mal kurz ein hier. Spiele ich zum Beispiel am meisten, weil sie halt diesen fixen Zug und alles mit drin haben. Aber falls ihr mit doppelt Nahkampf spielen wollt, könnt ihr euch diese Handschuhe kaufen. So, das war's schon für diese Woche. Ich werde mich dann mal wieder mit ein paar Sachen hier eindecken. Meistens sind es bei mir nur drei der Münzen und Lichtpartikel. Weil, mehr brauche ich eigentlich nicht.
Das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nochmal kurz winke, winke machen hier. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Kommentar da, einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen, auch um die Videos zu verbessern. Gerne Anregungen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Bleibt sauber.